Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Und wir werden heute einige Teleporter testen, gucken, wo die hingehen und hoffen, dass da einer vielleicht sogar bis nach Hause führt. In meinem Bett rauskommt, das wär's noch. 280 Meter. Wir sind auf jeden Fall ziemlich weit oben. Hallo Maschine. Wie jetzt auf der Insel? Unser Zuhause ist trotzdem noch weit weg. Irgendwie umgefallen ist. Was ist das? Pinke Kappe. Warum mich zu schlagen? Kann man den essen? Ich wünschte, ich hätte Signalbojen. Die Wasseroberfläche. Einen Orientierungspunkt suchen und dann schnell wieder zurück. Wenn ich es denn wiederfinde. Heilige Scheiße, ich bin ziemlich weit weg, aber es ist cool, mal wieder an der Oberfläche zu sein. Ich werde es nie wiederfinden, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kann zu Fuß jetzt nochmal zurück. Nee, da leuchtet das alles gut. Ja, cool. Noch ein Teleporter, aber leider auch zu weit weg von unserer Basis. Es sei denn, wir entscheiden, hier eine Basis zu bauen. Was natürlich nicht verkehrt wäre. Fischi! Ich scanne dich erstmal. Ach, Reginald, du bist's. Oh, nicht ab, komm runter. Dann halt nicht. Okay. Oh rein. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht zu Hause ankommen werden, wenn wir irgendeinen für diesen Teleporter noch testen. Nicht so, als würde es da noch irgendwo hingehen, oder? Na gut, gehen wir zurück. Es tut mir weh. Warum? Ich glaube, der beste Teleporter ist immer noch drüben, ne? Wenn wir hier von der Hauptbasis ausgehen, ist das hier momentan der beste. Auch wenn der echt weit weg ist. Und ich keine Signalboje habe. Kann ich dich wenigstens essen? Kann ich nicht. Ja gut, gehen wir mal zu den Lebensformen, bevor wir die andere Seite erkunden. So, die Lebensformen, die sie hier entdeckt haben. Die Eier halt. Okay. Aber die meisten kennen wir davon, ne? Ah, hier ist nochmal die Sei. Integrating new PDA data. So viele verschiedene Eier, die doppelt sind. Ah, oh, das Ei wurde niemals reingetan. Oh, das arme Ei. Es sind viele doppelt und dreifach. Das ist ja fake. Forschungsdaten über den Seeimperator.
Man sieht auch nicht viel. Er sieht ein bisschen aus wie der Seedrache. Heißt der Seedrache vielleicht einfach Seeimperator? Ist das der richtige Name vom Seedrachen? Forschungsdaten über den Seeimperator. Größenkategorie wurden... Ne, wir hatten ja Seedrache schon gesehen. Egal. Größenkategorien wurden zur Unterstützung dieser Tierart nach oben korrigiert. Erstens Ernährung und Verdauung. Völlig verwirrt. Fremde Forschungsdaten zeigen, dass sich diese Tierart trotz ihrer Größe ausschließlich von Mikroorganismen ernährt, die sie aus dem Wasser filtert. Diese sind ihrerseits auf ein kompliziertes Ökosystem aus pflanzlichen und tierischen Leben angewiesen. Zweitens Fortpflanzung. Große eierstockähnliche Organe liegen in der Körpermitte, was darauf hinweist, dass sie wie andere Arten auf diesem Planeten Eier produzieren. Inneres Narbengewebe weist jedoch auf eine mögliche Unfruchtbarkeit hin. Enzym 42. Der Imperator stellt Enzym 42 in seinem Magen her, um seine Nahrung zu verdauen, und gibt es gelegentlich in das umgebende Wasser ab. Es wurde festgestellt, dass diese Substanz die Auswirkungen des Bakteriums neutralisiert. Seine Gegenwart im Ökosystem würde heute erklären, wie das Leben auf diesem Planeten den Ausbruch überstand. Es bleibt weiterhin offen, wie das Enzym verteilt wird. Viertens Gesundheit. Vergleichende Analysen der Größe und Stoffwechselraten zeigen, dass das von den Forschern gefangene Exemplar etwa 1600 Jahre alt war. Umfangreiches inneres und äußeres Narbengewebe weist darauf hin, dass es über die maximale Lebensspanne seiner Art hinaus gut gelebt hat. Beurteilung: Ein gesundes Imperator-Exemplar hätte möglicherweise ein gewisses Potenzial für eine Heilung geboten. Es ist aber unwahrscheinlich, dass irgendein Forschungsobjekt das Quarantäneverfahren überlebt hat. Naja, die mich ruft die ganze Zeit, ne? Ich werde hier die ganze Zeit gerufen. Okay, andere Seite, andere Teleporter. 1 Ionenwürfel haben wir noch dabei, ne? Ja. Dann holen wir kurz aus Herbert noch 1 Ionenwürfel raus und hoffen, dass wir in der Nähe von unserem Zuhause landen. Was natürlich extrem geil wäre. Ja, guck mal, ist nachgewachsen. Und du stehst wieder. Welcome aboard, Captain. So, sehr schön. Da unten kommen wir, ne? Ach, sieh mal einer, guck. Ah, hier war das Ding, okay. Fehlt ja nur noch eine Seite. Teleporter, Action. Und ich habe vergessen, den Ionenwürfel mitzunehmen. Meter Tiefe. Es wäre schön, wenn es irgendwo in der Nähe von meinem Haus wäre. Bitte. Och, komm schon. Please. Ja. Ja, 2000 Meter entfernt. Cool. Echt nah dran. Aber also sieht man wenigstens, dass es noch viel zu erkunden gibt. Wenn man denn so möchte. Leider alles zu weit weg von mir. Schade. Aber hier ist es wenigstens heller. 2000.
1000 Meter entfernt. Oh, Salz. Oh, das kleine Viech. Oh, verzieh dich bloß. Ich könnte was zu essen gebrauchen. Wo ist Glubschi hin? Ich brauche Essen, es tut mir leid. Wir müssen ganz kurz hier ein bisschen Zeit verbringen. Aber zumindest gibt es hier Salz. Oh, sorry! Hab mich vertan. Ich wollte dich angreifen. Habe ich ihn getroffen? Oder hast du ihn gegessen? Komm her, Kleiner. Rockwell-Sei. Ja, aber auf jeden Fall cool. Noch ein Gebiet mehr entdeckt. Dann gehen wir mal zurück. Ja, die Welt ist anscheinend doch größer, als ich dachte. So. Ich glaube, die werden schlecht nach einer Zeit, ne? Ist niemals die Fühler. Warum nicht? Ein Teleporter haben wir noch, Leute. Ein Teleporter haben wir noch. Habe ich den Timer vergessen zu starten? Ja, nice. Ich hätte eigentlich gar nicht zurückgehen müssen, ne? Wegen den Teleportern. Aber ich hatte ja auch keine Ionenwürfel dabei. Na gut, gehen wir mal rüber zum letzten. Und hoffen, dass wir da fündig werden. Aber ich habe das Gefühl, wir landen immer weiter weg. Immer weiter weg. Mehr Ionenwürfel haben wir noch nicht. Oh Gott, ist das arm. Okay. Letzter Teleporterraum. Letzte Hoffnung, dass wir in der Nähe von unserem Zuhause landen. Ich meine, es ist natürlich jetzt nicht wild, nur wir haben hier halt eine unendliche Quelle an Ionenwürfel. Rein theoretisch kann ich ja auch hier unten einfach eine Basis aufbauen. Oder halt woanders. Das war's, also. Ist jetzt nicht so wild. Wir können rein theoretisch überall eine Basis aufbauen, ne? 241 Meter. Das ist schon ziemlich weit oben. Hm, 300 Meter entfernt. Oh, das ist gut. Wir sind ja nie von unserem Zuhause gelandet. Eine Signalboje werde ich hier nie wieder herfinden. Ach, das ist hier! Oh, das ist der große Baum! Ach, lol. Ja, du schwimmst ja mal kurz nach Hause.
Das ist direkt um die Ecke. Das ist direkt um die Ecke. Ist das cool? Oh, ist das cool. Ja, guck mal. Es ist direkt um die Ecke. Ausgerechnet im letzten. Ja, ist klar, Spiel. Ey, verarschen kann ich mich alleine. Ist die Kackbratze da? Oder ist sie immer noch vernichtet? Ah, ich glaube, ich habe ihn gehört. Was war das denn? Ah, die Kackbratze ist zurück. Ist das dieselbe? Ja. Der kämpft jetzt mit diesen komischen Dingern. Ich bin zu Hause. Ich bin einfach zu Hause. Es ist um die Ecke. Es ist einfach um die Ecke. Ist das krass. Ist das gut oder ist das gut, Leute? Das ist oh, ich kann das Kreaturenei reinpacken. Oh, wie cool. Oh, ich freue mich jetzt. So. Das packen wir hier rein. No? Und dann nehmen wir Glubschi mit. Denn es gibt einen Erfolg, wenn man ihn draußen rauslässt. Und den will ich haben. Direkt um die Ecke. Ich fass das nicht. Absurd. Yay, bester Freund des Menschen. Rein theoretisch könnte ich ihn sogar drin rauslassen, wenn ich ihn, also hier drin rauslassen, wenn ich diesen Bug nochmal verwende. So. Ich könnte immer kurz meine Energiezelle aufladen, ne? Wenn ich schon mal hier bin. Und da ist das Fischi. Direkt um die Ecke. Ich fasse das immer noch nicht. Oh mein Gott. Ich kann Bertha neben uns zurückfahren. Wir haben es geschafft. So. Ich kann gar nicht beschreiben, wie glücklich ich gerade bin, dass es hier um die Ecke ist. So schön. Ich könnte Herbert nehmen. Oder Hans Dieter, meine ich. Und mit Hans Dieter dahin fahren. Und dann hätte ich meine Signalboje. Brauche ich wahrscheinlich nicht, weil der Weg dahin ist ja wirklich easy. Wo ist denn mein Hans Dieterchen? Hier drin? Ah, jetzt ist das hier drin. Das ist einfach so cool, ey. Oh, ich freue mich. Ich hab gebettelt. Dass es da ist. Das ist. Das ist unglaublich. Das ist dieses Gefühl, in der richtigen Gegend gebaut zu haben. Also wirklich perfekt gebaut zu haben. So, wir müssen jetzt den Graben finden. Oh, siehst du mal, genau da, wo Bertha ist. Warning, maximum depth reached. Oh. Hull damage imminent. Gut, das ist ja noch ein bisschen billig, aber egal. Okay.
Okay, jetzt haben wir erstmal ein Problem. Wir müssen erstmal den Ort wiederfinden. Da hatte ich ja den Baum gesehen, ne? Also sind wir schon richtig? Sind hier halt schon richtig? Okay. Easy going. Oh, ich freue mich, das macht's alles so viel einfacher. Und wir können jetzt immer die Ionenwürfel holen. Wir können Herbert hier lassen und mit Herbert immer Ionenwürfel sammeln. Und dann einfach zurück. Einfach OP. Einfach OP. Ja, das ist richtig gut. Ja gut, dann können wir auch Bertha ruhig die neuen Energiezellen spendieren, ne? Finde ich auch. Falls wir sie überhaupt nochmal brauchen. Eigentlich nicht. Eigentlich können wir Bertha jetzt da lassen. Wo sie ist. Welcome aboard, Captain. Okay, fehlt nur noch diese Ecke, ne? Was ist das, ein Freizeitpark für Fische, oder? Ventilationskontrolle. Ach, das ist von den Ventilatoren. Hier wurden die Fische reingezogen. Glubsche auf dem Weg in Sicherungseinrichtung. Ja, lustig. Was konnte ich da gerade scannen? Abflussleitung. Naja, gucken wir erstmal. Die Glubscher mit den Enzymen. Ach, die filtern sie. Enzymtragende Glubscher verlassen die Sicherungseinrichtung. Die Abflussleitung. Nee, sie geben den Glubschern die Enzyme und lassen sie dann frei. Enzymtragende Glubscher verlassen die Sicherungseinrichtung. Die Abflussleitungen sind voller Glubscher auf dem Weg zurück zur Oberfläche. Die Exemplare zeigen keine Symptome einer Infektion. Alle gescannten Exemplare tragen das Enzym 42 in sich, das offenbar das Bakterium hemmt. Ihre Mägen sind ansonsten leer, was darauf hindeutet, dass den Inhalt vor dem Eintritt in die Leitung entleert haben. Wegen des Virus. Beurteilung. Sollten die Glubscher die Fähigkeit entwickelt haben, das Enzym über das Leitungsnetz zu verteilen, kann dies zum Teil erklären, wie das Leben auf diesem Planeten seit dem bakteriellen Ausbruch überlebt hat. Fremder Roboter, ja, ja. Ventilationskontrolle. Das Wasser, das zu und von der Hauptsicherungseinrichtung fließt, wird unabhängig von anderen Sicherheitsvorkehrungen automatisch gesteuert. Es wurden Daten über die Zusammensetzung des Wassers aufgezeichnet. Zufluch, Fluss. Wasser wird aus verschiedenen Biomen an der Oberfläche des Planeten angesaugt. Die Wassertemperatur ist deutlich geringer als die vulkanischen Umgebungen außerhalb der Einrichtung und das Wasser damit wesentlich reicher an Mikroorganismen und Nährstoffen. Abfluss. Sauerstoffarmes Wasser wird aus dem System heraus und zurück an die Oberfläche gepumpt. Und ich muss mal kurz was trinken. Ich habe hier schon einen Pappmaul. Ah. Schon besser. Ich bin so happy nach dieser Folge. Boah, bin ich happy. Ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin. Zu Hause. Nicht den ganzen Weg runter zu müssen. Das ist einfach so. So, fremde Daten. Haben wir noch was? Nö. Gut, die Dinger hier aber. Ganz ehrlich, das müssen wir nicht. Ja, cool, jo. Ein Aquarium unter Wasser.
Mehr ist das nicht. Wieso geht's hier runter? Werden die hier zurückgepumpt oder so? Ich weiß es nicht. Wieso, wie war cool? Ach, das ist der untere Teil von da. Ah, okay. Interessant. Die Glubscher sind also die Helden, ich verstehe. Und ich habe sie eiskalt gegessen am Anfang. Was passiert eigentlich, wenn ich mich jetzt selber scanne? Infiziert. Glubschi? Bist du es? Offensichtlich. Okay. Warum nicht? Gut. Ah, komm. Ionenwürfel. Die schnappen wir uns jetzt. Wer weiß, wie viele wir noch brauchen. Okay, Zeit für das letzte Tor. Ist hier das Viech jetzt drin, was mich gerufen hat? Die Mutter? Ey Mutter! Ich bin da! Was willst du von mir? Hoffentlich nicht essen. Wie will ich jetzt nicht mehr hier runterspringen? Darf ich raus? Oh mein Gott, ich kann nicht raus. Aber was habe ich denn getan? Oh, bin ich blöd. Ich habe nur das Wasser gesehen und dachte, ja komm, springst du mal rein. Habe nicht darüber nachgedacht, ob ich hier rauskomme. Ja. Geile Nummer, okay. Ah, das wird hochfahren wahrscheinlich, ne? Hilfe. Are you here to play? Others came here once. They built these walls. They played alone. They bored me. Now they're gone. And instead, we have you. We are curious whether you swim with the current or fight against it as they did. Kann das sein, dass der Seedrache das Männchen ist? Ja, nu? Detecting unusually passive behavioral patterns in nearby predators. Reason unknown. 14 Meilen unter dem Meer. Ah, achso, kann ich die scannen? Und die Leute hier sind friedlich, habe ich gehört. Environment scans indicate the water here is rich with a rare plankton-like life form, which depends on the organic detritus produced by the ecosystem around it. Okay, hier ist ein Teleporter. Kann ich den aktivieren? Was war das? Ich den scheiß Inkubator. Enzyme zum Schlüpfen. Das hilft mir aber trotzdem nicht weiter. Komm hier nicht raus.
Ob ich sie schlagen sollte? Einfach so? Ach, guck mal da. Ich mit dem Team. Wollen wir erstmal Sauerstoff rauskommen, tue ich ja hier eh nicht mehr anscheinend. Ich werde hier elendig verrecken. Oder kann ich hier rauskommen? Es gibt kein Entkommen. Oder? Ich war gerade draußen. Egal, ich muss ja hier sowieso irgendwas machen anscheinend. Wenn ich auch nicht weiß, was. Die hätte mich ruhig mal aufklären können. Komm, trinken wir unter Wasser ein bisschen Wasser. Vital signs stabilizing. Was bist du denn? Seekrone. Scans zeigen, dass dieser Bogen inaktiv war, als die Einrichtung aufgegeben wurde. Er diente wahrscheinlich als Zugangspunkt zur Oberfläche des Planeten. Es ist viel zu klein für das Imperator-Exemplar, aber kleinere Tiere könnten hindurchpassen. Das heißt, ihr wollt jetzt, dass ich den Scheiß hier aktiviere, oder was? Das ist das, was ich tun soll. The plant life in this area is growing outside its normal conditions. Other life forms fertilizing and pruning the vegetation may be offsetting this environmental deficit. Okay, aber hier gibt es schon mal Ionenwürfel zu finden. Das ist auch nett. Komme ich hier raus oder werde ich hier verrecken? Hier sind die Ventilatoren. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich schaue mich jetzt hier um und dann ist, ja. Why? Trinken habe ich für eine Weile noch. Ich kann hier noch ein paar Fische jagen. Ich kann hier raus, so ist es nicht. Ein Zugangspunkt zum fremden Leitungssystem, das Wasser zu und von der Sicherungseinrichtung transportiert. Glubscher benutzen das Leitungsnetz, um von der Oberfläche hierher und zurück zu gelangen. Und der Teleporter sollte dafür wahrscheinlich dienen, um andere Tiere auch das Enzym zu geben. Da! Er zieht dieses Enzym hinter sich her. Crazy Sache. Aber ich habe den doch gescannt. Und zu Hause. Unlike other alien facilities, scans indicate this location supports a diverse and healthy ecosystem. Explanation unclear at this time. Knochen, Rochen. Komm hier. Kaninchenrochen? Ich dachte, da stand Knochenrochen. Ja, gut. Enzyme zum Schlüpfen. Die Eier des Imperators sind an eine Art Brutkasten angeschlossen.
In einem normalen Lebenszyklus scheint es wahrscheinlich, dass Seeimperatoren ihre Eier in seichtem Gebiet vergraben hätten, wo verschiedene organische Materialien im Boden eine Schlupfreaktion ausgelöst hätten. Der Brutkasten legt nahe, dass die Fremden auf die Entwicklung künstlicher Schlupfenzyme der Eier simulieren sollten. Aber sie waren nicht in der Lage, die Formel festzustellen. Mit umfangreichen Informationen über die Seeimperatoren selbst kann es immer noch möglich sein, ein künstliches Schlupfenzym unter Verwendung von einheimischen Zutaten herzustellen. Jedoch könnte die einzige erhaltene Quelle dieser Informationen der Seeimperator selbst sein. Ja, wieso redet er noch nicht mit mir? Was zur Hölle? Mach Mund auf! Gut, Freunde, ich würde sagen, wir werden hier einfach mal die Folge beenden und dann sehen wir uns morgen zum wohl größten Rätsel von Subnautica wieder, was ich als nächstes machen soll. Ich bin draußen. Oh. Ciao.